So, weg, weg, weg. Ey! Mensch, 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 Mensch. Ist die. Das Schloss, ist es jetzt eigentlich schon fertig eingerichtet? Ich meine, so blutig und böse sieht es ja nicht aus. Kontakt. Haltung annehmen, mein Freund. Warum ist die Tür verschlossen? Ich bin König, ich darf da durch. Mensch, das geht doch nicht hier. Muss man in seinem eigenen Haus noch hier die Türen verrammeln, sodass man nicht durchkommt als eigener König. Das ist schrecklich. Wenn ich herausfinde, wer dafür verantwortlich ist, den werde ich höchstpersönlich exekutieren. Jawohl. Oh, wir haben gleich das Gaul zusammen. Das ist ja schlimm. Was? Ja, gut. Oh, endlich mal niemand da. Was ist denn hier? Das ist verschlossen. Also, ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde und schauen uns mal ein bisschen um. Weil wir das ja eigentlich noch nie so richtig machen konnten. Was haben wir denn hier? Ein Tisch. Durchsuchen. Irokesenschnitt, cool. Kinderbettchen, Spielzeugpferde. Ja, ich bin begeistert. Ist das ein Buch? Viele haben das Unsterblichkeitselixier gesucht. Das geheime Wissen der Alten, die verborgene Kunde, von der die Smaragdtafel spricht. Wenige haben es gefunden, und mit wenige meine ich niemand, und mit niemand meine ich eine, und mit einer meine ich mich, und mit meinen meine ich meinen. Ich habe das Elixier gefunden und genieße ewige Jugend. Schön für dich. Der Traum ist wahr geworden, ein Leben bis in alle Ewigkeit. In der Zeit werde ich die großen Fragen der Welt überdenken. Zum Beispiel, bleibe ich jetzt so alt, wie ich gerade bin? Oder könnte ich auch jünger sein? Und wenn ja, wie wird das Alter bestimmt? Und wird sich mein Körper je nach Ernährung und Training weiter verändern? Oder geht mit der Langlebigkeit eine perfekte Gesundheit einher? Und was passiert, wenn ich erschossen werde oder von einer Klippe falle? Kann ich dann sterben? Bin ich nur vor einem natürlichen Tod sicher? Und wie steht's mit der Fruchtbarkeit? Kann ich in 10.000 Jahren noch Kinder haben? Für ein paar Fragen davon könnte ich länger als die Ewigkeit Rundi. brauchen. Alter, was macht der da? Alchemie und Unsterblichkeit. Tja, ja, ich würde mich auch interessieren. Obwohl unendliches Leben ja natürlich auch wieder so eine Sache ist. Aber darauf will ich jetzt nicht unbedingt näher eingehen. Ja gut, allzu viel umsehen konnte man sich ja nicht unbedingt. Arbeitet! Lasst mich durch. Vielleicht ist hier hinten ja noch irgendwas. Mägde. Oh, das ist wohl das Esszimmer. Nieder mit der Monarchie, her mit einer Republik. Wie wär's mit einer konstitutionellen Monarchie? Das ist auch eine gute Abmachung, oder? Alter, haben die keinen Respekt vor ihrem König? Schöne Waffe habt ihr da mitgebracht. Ein Müsst ihr Zwerg. irgendwas kompensieren? Also eigentlich suche ich ja jemanden. Sie sterben. Das könntet ihr sein, wenn ihr weiter rumbrüllt. Ja, genau. Da könnten wir eigentlich mal, wenn wir jetzt eh ein bisschen rumlaufen, die uns wieder unserer Liste widmen. Aber ich glaube, den meisten seid ihr egal. Na, Gott, das fällt. Scheiße. Ihr habt mich erschreckt. Jetzt fallen mir wieder alle Blätter runter. Gerade war alles gut und dann kommt ihr vorbei. Mimi. Wo sind da?
Schloss Bowerstone brauche ich hier, da haben wir's. Zwerg in der Küche. Genau, da ist er schon, gleich am Anfang. Oh, hallo. Buch habe ich natürlich vorhin auch schon abgehakt. So, ich würde sagen, wir latschen uns einfach mal alles ab. Wenn wir uns eh umschauen wollen. Nun stellt euch mit dem Rücken zum Eingang der Katakomben. Rechts in dem kleinen Gartenstück befindet sich der Zwerg auf dem Brunnen. Dazu müssen wir einmal hier hinaus. Den Weg kenne ich noch von ganz am Anfang. Hier lang. Warum seid ihr so und böse? Da hören wir ihn schon. Habt ihr die gute Seite nicht geschafft? Und da sehen wir ihn auch schon. Und da ist er auch schon weg. Geschwind abgehakt. Und das nächste. Okay. Okay. Sollte nicht allzu schwierig sein. Dazu müssen wir hier rein. Der Weg da drin war, glaube ich, nicht so lange. Jedenfalls der Anfang, bis wir zu dem Gildensiegel oder so gekommen sind. Später musste man ja auch durch diese Riesenhöhle durch. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ja, genau, hier war schon das Gildensiegel. Dann müssen wir hier runter. Und immer dem Weg folgen und der Zwerg wird uns dann schon irgendwann ansprechen. Und da sind wir auch schon in der Höhle. Und Balverine. Oh Gott. Verschwindet, Wölfe. Und den letzten Weißen noch schnell. Eieieiei, die haben uns fast umgeboxt. Hier sollte das sein. Ach, nicht noch ein Balverine. Stirb. Das war's jetzt, oder? Ja, ich glaube schon. Die habe ich noch gerade gesehen. Dreh die Kamera doch nicht um. So, da ist noch ein Schatz. Den holen wir uns auch gleich. Mal geschwind den Zwerg abhaken. Abhaken. Aha. Dann müssen wir gleich wieder raus. Okay. Warum haben wir die Truhe eigentlich am Anfang nicht mitgenommen? Haben wir die übersehen oder war die einfach noch nicht da? $2000, wow. Und wieder raus. Geht ja schnell. Hier die Treppe runter. Und dann gleich wieder die Treppe hoch und dann sind wir auch schon draußen. Genau. Und diese 6,5 Millionen haben wir ja auch schon fast eingenommen. Jetzt müssen wir hier lang. Dann. Hier? Genau, ein Silberschlüssel. Alles klar. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Da haben wir ja alles. Ach, ich wollte ja eigentlich jemanden suchen hier im Schloss Bowerstone. Ich dachte, da kommen wir auf der Suche nach den Sachen noch ein bisschen durchs Schloss. Was aber nicht der Fall ist. Vielleicht ist diese gewisse Person ja auch hier hinten im Garten. Sieht nicht so aus.
Aber da ist eine Silbertruhe, die wir vielleicht öffnen können. 50! 50! Da haben wir gerade mal über die Hälfte. Na gut, merken. Das wird dann wahrscheinlich die letzte Silbertruhe sein, die man öffnen kann. Also wenn man alle Schlüssel hat. Halt die Klappe! Kann man die ganzen NPCs eigentlich nicht muten? Das wäre eigentlich ganz nett. Was haben die denn vor dieser Statue verbuddelt? Ein Porträt von Logan. Ich freue mich. Haben die mich jetzt eigentlich bei dieser einen Statue da ersetzt? Sieht nicht so aus. Ich weiß es nicht. Was sagt denn das Schild? Nö. Haben sie nicht. Sollten sie mal langsam machen. So, dann gehen wir nochmal hier rein und da rechts hoch geht leider nicht. Hier drin eventuell. Was haben wir da vorne? Da geht's dann wahrscheinlich runter zur Küche, oder? Gut, hier waren wir ja schon. Na, wo ist denn diese Person? Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit herumsuchen. Wahrscheinlich ist sie auch gar nicht da, aber... Jetzt laufen wir da vorne nochmal geschwind die Treppe hoch. Oh, was haben wir denn da? Nix. Das ist ja interessant. Ach ja, es erinnert mich an die allererste Folge. Sind wir die Treppe runtergelatscht, haben wir mit den Wachen geredet. Toll. Nein, ich will eigentlich... wollte eigentlich die Dinger da durchsuchen, diese Beistelltischchen. Tja, gut. So viel dazu. Dann gucken wir eben auf die Karte. Hier fehlt uns noch ein Silberschlüssel. Dazu brauchen wir, glaube ich, eine Quest, wenn ich mich recht erinnere. Da wahrscheinlich auch. Altes Viertel in Bowerstone. Da haben wir ja noch gar nichts eingesammelt. Das ändern wir jetzt einfach mal. Okay. Oh, hab euch gar nicht bemerkt. Wie ist das, wenn man so unbedeutend ist? Moment. Geht einen Schritt zurück. Rechts zwischen zu Hause und habt ihr ein Zwerg. Ich hab euch schon vor eurer Ankunft bemerkt. Was habt ihr gegessen? Eure Seele ist schwarz. Ich kann es riechen. Halt! Ich glaube, das ist euer Atem. Moment, 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 Moment. Das stimmt irgendwie nicht ganz. Ich weiß gar nicht, ob mir euer Aussehen ich hör den oder doch. Euer Charakter besser ich gefällt. Hör den doch. Sind beide furchtbar. Ich hör den hier doch. Was sagte Blan nochmal? Ich komme bald das ist Schwert vorbei. Nach links. Schnapp ich mir eure Mutter! So, Schwert sei nach links, zurück, rechts zwischen zwei Häusern. Hä, hier? Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Und andere Male dann wieder. Bisschen wird zu weit. Oh, eine Kiste. Alter. Ich mag kleine Welten gerne. Am liebsten knusprig am Spieß gebraten. Kommt man zu der Kiste nur hoch, wenn man das Viertel wieder aufbaut, oder wie? Ja. Vom selben Ausgangspunkt seht geradeaus und an den Marktständen nur vorbei. Anschließend geht den Weg weiter. Geht nach links. Könnt den Garten sehen. Okay.